Wie sieht es aus zum Wochenstart? Sehr unterschiedlich könnte man meinen, denn die Indizes, wenn wir mal gucken, dies und jenseits des Atlantiks scheinen ein bisschen unterschiedlich unterwegs zu sein. Schauen wir zuerst mal auf den DAX. Ihr habt es eben gerade schon gesehen, wie es in Amerika war, aber gucken wir mal auf den DAX. Der ist recht harmlos unterwegs. Wir sehen, dass wir nach dem guten Start, den wir heute Morgen hier nach dem Wochenende hatten, eigentlich heute nur die Abwärtsseite gesehen haben. Also nach dem Wochenende, das war vor dem Wochenende, der Schlusskurs zur Kasse wohlgemerkt, das war hier heute Morgen um 9 Uhr. Und seit dem Gap, seit dem Sprung nach oben, ist es eigentlich nur nach unten gegangen. Was soll uns das sagen? Theoretisch kann damit die Aufwärtsbewegung schon zu Ende sein, aber wer weiß das schon so genau? Im Moment haben wir auf jeden Fall hier erstmal die schwache Seite des Marktes. Wollen wir mal gucken, wohin das Ganze noch führt. Aber bevor wir das uns noch mal im Detail angucken, ist es wichtig, mal nach Amerika zu gucken. Und dort ist es nämlich eigentlich ganz anders unterwegs gewesen. Also das ist vor dem Wochenende und das ist der Dow Jones Future heute Nacht gewesen. Es lief schon die ganze Zeit über nach oben, dann heute Vormittag ein bisschen nach unten. Aber insgesamt eigentlich eine starke Bewegung. Wir haben hier, sagen wir mal, eine Indikation. Es ist für mich kein Handelssignal, aber für mich eine Indikation. Das ist eigentlich ein Zeichen eher für Stärke. Wir sind ja relativ schwach hier nach unten gegangen. Ich hatte das im Wochenendvideo zum Überblick schon mal angesprochen, dass so die Abwärtsseite ja relativ schwach war, weil sie eben sehr, sehr wackelig nach unten gekommen ist. Und jetzt scheint sich die Stärke dann doch nochmal wieder durchzusetzen. Also sprich, dass wir sowas, was wir hier haben, hier vielleicht nochmal bekommen. Das wäre nicht untypisch und ist hier an der Stelle auch getriggert. Warum ist das jetzt nicht mein Lieblingssignal? Weil der Rücksetzer mir zu tief ist, um das in einen Handel zu setzen. Da kann man jetzt sagen, naja, gut, das ist aber doof, wenn du sowas verpasst. Mag sein, aber so sind bei uns die Regeln, so machen wir das. Aber der Gedanke ist trotzdem eben aktuell nach oben gerichtet. Es kann allerdings trotzdem im Bälde nochmal zu einem Handelssignal kommen, denn das, was wir hier jetzt sehen, was sich hier ganz frisch im Stundenchart sozusagen nach oben etabliert, das wird auch irgendwann mal einen kleinen oder einen größeren Rücksetzer erfahren. Und das ist das, was man dann im 15 Minuten oder noch kleineren Chart eventuell erfahren kann. Ich mal das mal so ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn dann jetzt hier so ein Rücksetzer kommt in den nächsten Stunden, dann haben wir eine realistische Chance, dann hier die Long-Seite nochmal aufzugreifen. Denn das Bild ist ja nicht so untypisch, dass sowas passiert. Und das würde ja, was wir hier im Kleinen sehen, sehr, sehr gut zu dem passen, was wir hier im etwas Größeren sehen. Also wir sehen, es ist gar nicht so schlecht, wenn man verschiedene Zeitebenen ineinander greifen lässt, dann hat man ein bisschen eine bessere Aussage. Aber das ist noch kein Versprechen, nicht, dass man dann sagt, ah, hier, das war eine Ansage nach oben. Dazu brauchen wir einen wackeligen Rücksetzer. Das fehlt jetzt hier noch, wenn der Markt tatsächlich sich dann doch eher so nach unten fortsetzt. Also eben nicht diese A, B, C oder wackelige Geschichte, wie wir das hier hatten, wie wir das hier im Größeren sehen oder wie wir das hier in dieser Situation sehen. Ja, dann ist Pustekuchen. Dann gab es da zumindest vorläufig mal eine Wachablösung und kann man dann die Shortseite nochmal sehen, nehmen bei jedweder wackeligen Aufwärtsrichtung. Also ich bleibe jetzt bewusst beim kurzfristigen Bild gar nicht so sehr auf das Große. Aber selbst in dem etwas größeren wäre ja eine Gegenbewegung erstmal auch erlaubt, bevor es dann vielleicht dann nochmal nach unten geht. Das ist sicherlich nicht das Thema. Und wir sehen, dass auch der S&P 500 aktuell in das gleiche Horn stößt. Also was wir hier so haben, ist so im Wesentlichen hier so ein Bild. Ich habe das jetzt mal vereinfacht. Man sieht, so ungefähr kann man das hier schon sehen. Hier bei dem Blauen sieht man es vielleicht etwas mehr aus der Theorie her. Das sieht so ein bisschen fünffällig aus und nach fünf müsste ein Rücksetzer kommen. Der geht gerne, ich schiebe das mal ein bisschen nach oben, der Rücksetzer geht dann gerne Richtung 38er Fibonacci, kann auch 50, 61 sowas sein, wenn es wirklich so weit nochmal runter soll. Also je nachdem, wo das hoch ist, das wissen wir noch nicht genau, wie weit das da noch geht, aber je nachdem, wie hoch das hoch da kommt, haben wir dann da ein wirklich schönes Rücksetzerniveau, das, wenn es wackelig, also sprich A, B, C oder mehrwellig angesteuert wird, auf jeden Fall einen wunderschönen Trigger nach oben nochmal böte, um dann die Long-Richtung nochmal zu fahren. Und zwar in Anlehnung an das, was wir da haben, sprich, dass wir das hier nochmal bekommen. Und das sieht hier dramatisch aus, aber würde uns hier dann vielleicht in irgendeine Zone 3420 setzen. Das ist so ungefähr das, was wir hier haben. Kann ja auch ein bisschen mehr noch sein, wenn es sogar ein Fünffäller hier noch wird im Zuge einer vielleicht Seitwärtskorrektur. Aber selbst Rücksetzer bis da oben sind noch, sagen wir mal, einigermaßen als eine Korrektur auffassbar mit
Chancen nochmal auf der Abwärtsseite. Das allerdings wird hier entschieden, da müssen wir uns heute noch keine Gedanken drüber machen, ob das wirklich jetzt dann in dieses negative Bild hier noch führt oder ob der Markt dann darauf antwortet, indem er einfach nur mal eine kurze Verschnaufpause macht, um dann sich weiter nach oben fortzusetzen. Das ist nicht das aktuelle Thema. Wir sind im Moment hier an dieser Stelle dran, um da mitzumachen. Auf welcher Ebene? Na, theoretisch auf jeder Ebene handelbar. Wir sehen, dass wir dieses Verfahren auch auf diesen ganz kleinen Ebenen immer wieder haben mit den Schub und wackelig hier runter. Also es ist durchaus auffällig. Wer also die ganz kleinen Bewegungen ebenfalls noch mal ein Auge haben will, nicht mal das Blaue, was ich hier eingezeichnet habe, der kann das ebenfalls da mit in den Hinterkopf mit aufnehmen. So, und jetzt machen wir ganz zum Abschluss nochmal den Nasdaq. Der macht aber, wenn wir ehrlich sind, nicht groß was anderes. Deshalb vereinfacht wackelig hier vorne, wackelig hier, jetzt das. Und wir sind damit in diesem fünfwelligen Verhaltensmuster. Ob es ganz so weit noch läuft, wie ich es hier schon gezeichnet habe, werden wir sehen. Die nächste Abwärtskorrektur ist eine Einladung für Longs. Dran denken, das ist keine Korrektur, weil Korrekturen sind ABC-mäßig oder eben sehr, sehr wackelig. Wenn wir sowas haben, im Gegenteil, dann können wir sogar gucken, ob wir da nicht nochmal die Short-Seite mitnehmen können, wenn wir da durch das letzte Tief gehen. Aber das ist nichts Neues. Konkretes kann ich in diesem Chart jetzt hier noch nicht zeigen, denn dazu ist es noch ein bisschen zu früh. Mal gucken, ob wir da im Trade des Tages gleich nochmal was bringen können. Ihr wisst, das gibt es regelmäßig mit unseren ganz konkreten Trading-Vorstellungen, mal auf eine Aktie, mal im übergeordneten, mal im kurzfristigen Bild bei einer Währung oder beim Index. Wir werden das sehen, was heute dran ist. Deshalb unbedingt einen Blick drauf werfen. Dort stellen wir die ein oder andere Trading-Gelegenheit dann vor. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße zum Wochenanfang.